Auf jeden Fall mochte mein Akku mich nicht. Ja. Sorry, purer Alkohol irgendwie. Also, ne? Alkohol lässt grüßen und ja, auf jeden Fall sitze ich so auf dem Boden. Und ich kenne mich ja mittlerweile mit den Konzerten ein bisschen aus und hatte halt dann wieder so eine Schleckertüte dabei. Halt so eine Tüte, wo ich ein paar Süßigkeiten drin hatte und auch Traubenzucker und ja, Knicklichter hatte ich auch dabei. Und auf jeden Fall meinte dann eine Frau, die hinter mir stand, mein Gott, ist die vorbereitet. Mein Gott, hat die Fille in der Tasche, irgendwie so. Und dann habe ich nur gesagt, ja, ich bin ja auch schon ein alter Hase in der Hinsicht. Und auf jeden Fall hörte ich dann irgendwann nur was mit YouTube. Und ich nur so, hä, was ist mit YouTube? Und ja, da bin ich halt ein bisschen hellhörig geworden. Und dann habe ich erfahren, dass das Mädchen, das hinter mir stand, hier auf YouTube meine Tokyo Hotel Story gesehen hat. Und oh mein Gott, ne Leute, das Gefühl war so unglaublich mega krass. Trotz, dass ich Alkoholintus hatte, habe ich mich mega gefreut und ich habe sie erstmal umarmt und wir haben ein Bild zusammen gemacht. Und ja, liebe Emily, ich grüße dich vielmals. Ja, ich hoffe, dass dir dieses Video auch gefällt. Und ich hoffe, dass wir uns bei einem nächsten Tokyo Hotel Konzert vielleicht wiedersehen. Es war ja für dich jetzt persönlich das erste Konzert gewesen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ja, es hat dich nicht abgeschreckt, dass ich vor dir halt so ein bisschen ja, abgedreht bin in dem Sinne. Aber da hat halt der Alkohol auch ein bisschen aus mir gesprochen. Da wollte ich halt ein bisschen abfeiern und bin deswegen halt auch ein bisschen lauter geworden. Und ja, auf jeden Fall das. Und ich stand unglaublich mega nah an der Bühne. Ich stand viel näher an der Bühne als im November. Das war richtig krass. Ich stand so ungefähr erst fünfte Reihe und dann bin ich so ein bisschen wieder vorgerutscht, weil irgendwie während der Show welche aus der ersten Reihe rausgegangen sind, denen es wohl nicht so gut ging oder so. Und ja, das habe ich dann natürlich wieder ausgenutzt und habe mich ein bisschen weiter mit nach vorne gemogelt. Die Show war wieder richtig grandios. Richtig genial, kann man nicht anders wiedergeben, ey. Ein Traum und ja, auf jeden Fall kam leider keine Konfettikanone. Wir stehen da alle bei Stop Babe und warten förmlich auf das Konfetti und ja, der Knall kam, nur kam kein Konfetti. Aber mal am Überlegen, ist das jetzt geplant oder ist das nicht geplant? Wir gehen mal sehr stark davon aus, dass es eine Panne war und dass es deshalb nicht geplant war, dass die Kanone nicht losging, aber es hat uns ehrlich gesagt nicht gestört und ja, die Jungs haben sich auch so weit, wie es ging, haben die sich dann auch verabschiedet. Bill ist sofort, nachdem er Stop Babe zu Ende gesungen hatte, runter von der Bühne. Fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass er nicht noch wie im November auf der Bühne geblieben ist und dass er sich noch verbeugt hat. Aber naja, wer weiß. Ne? Vielleicht musste der Junge auf Toilette oder ich weiß nicht was. Wir werden das wohl nie erfahren. Und nein. Auf jeden Fall bin ich dann noch an Fanstand gegangen. Der Fanstand, das hat wieder Ewigkeiten gedauert, bis ich mal dran kam. Das war wieder furchtbar. Und ja, da waren dann noch irgendwie so Aliens, ich glaube, das waren irgendwie Franzosen oder Russen oder so. Oder Italiener. Oder Italiener, irgendwie so. Es war ja irgendwie wieder alles kreuz und quer vertreten. Und ja, die haben sich dann gegenseitig irgendwie noch so Glitzer-Konfetti über die Köpfe geworfen, wo ich mir auch nur dachte, okay, muss das unbedingt sein. Weil das haben die im November auch schon gemacht, dass sie sich selber Konfetti mitgebracht haben. Und ganz ehrlich, ja, ich finde es irgendwie nicht so lustig. Ich weiß nicht, was die sich dabei denken, aber naja gut, wenn es denen halt Spaß macht, dann sollen die es halt weitermachen, ne? Also, ja, naja. Auf jeden Fall stehe ich am Fanstand und warte und warte und oh, mir sind schon fast die Beine abgefallen und ich habe auch langsam keinen Bock mehr gekriegt irgendwie. Und dann kam ich endlich dran und Leute, ihr werdet es nicht glauben, dieses Mal hatten die sogar genug Wechselgeld da. Das war richtig ein Wunder. Und ja, auf jeden Fall hatte ich ja VIP
Das VIP-Band zeige ich euch gleich auch noch. Und da ich VIP hatte, ist das Produkt, was ich mir gekauft habe, nochmal 2 Euro billiger für mich gewesen. Und ja, na, ich würde mal einfach sagen, richtig super gelaufen. Auf jeden Fall handelt es sich bei dem tollen Schätzchen um das Code Berlin Headband, also um das Stirnband und ja, oder auch Haarband genannt, je nachdem, wie man das möchte. Für mich ist das eigentlich ein Stirnband und auf jeden Fall sieht das halt so aus und Leute, es ist von innen unglaublich mega flauschig. Also wenn es im Winter richtig kalt draußen ist und ich das aufhabe, kriege ich definitiv keine kalten Ohren. Und ja, es ist halt aus der Magdeburg Los Angeles Kollektion von Bill. Das gab es jetzt auch zu Ostern in einer Aktion im Tokyo Hotel Online Shop. Da konnte man... Oh, scheiße. Mir ist es runtergefallen. Jetzt! Da konnte man, wenn man irgendwie Mindestbestellwert, ich glaube von 150 Euro oder so erreicht hatte, hat man dann das Stirnband geschenkt bekommen. Und ja, normalerweise kostet das Stirnband 35 Euro im Fanshop. Auf dem Konzert gab es das für 20 Euro und da ich VIP hatte, habe ich es für 18 Euro gekriegt. Und Leute, unglaublich viel Geld gespart und ach, ich liebe es einfach. Es ist einfach so wunderschön. Die Verarbeitung ist auch richtig toll. Es fühlt sich halt so ähnlich an wie der Highest Fuck Schal. Nur ist das nochmal ein Tuppen weicher als der Highest Fuck Schal. Und ja, auf jeden Fall ein Must-Have. Ich muss das unbedingt haben, weil es mich nicht in Ruhe gelassen hat. Ja. Ich weiß nicht, ob es das letzte Teil aus der Magdeburg Los Angeles Kollektion bleiben wird, was ich mir geholt habe. Aber ihr würdet es ja auf jeden Fall so oder so erfahren. Von daher, ja, das werden wir mal erleben. Und ja, auf jeden Fall hatten die auch im Laufe des Tages neben der Blackbox eine Bar für uns aufgebaut. Hatten die halt auch im Laufe des Tages neben der Blackbox eine Bar für uns aufgebaut, wo wir kalte Getränke kaufen konnten, Bier, Cola, all sowas. Und ja, es haben auch total viele Aliens ausgenutzt. Die Sache war halt nur die, man durfte keine Glasflaschen mit reinnehmen. Also generell keine Flaschen. Das habe ich bei Mädels, die vor mir waren, nämlich mitgekriegt. Man musste, wenn man das mit reinnehmen wollte, sich das umfüllen lassen im Becher. Und ja, naja. Auf jeden Fall haben die dieses Mal die Taschen kontrolliert. Das haben die im November ja nicht gemacht. Und dieses Mal wurde mir auf jeden Fall meine Pepsi rausgenommen aus der Tasche. Fand ich ehrlich gesagt nicht so schön, weil zwischendurch gab es Momente, wo ich richtig Durst gekriegt habe. Wo ich mir aber dachte, nein, ich gehe jetzt nicht aus der Halle raus, weil da will man natürlich seinen Platz auch nicht verlieren und will ja von der Show auch nichts verpassen. Ganz klar, wer ein Alien ist, wird das nachvollziehen können, wie ich das gerade meine. Und ja, ich habe mir dann halt das Headband geholt. Dann war da irgendwie noch so ein Typ, der meinte dann irgendwie, was meinte der? Ja, ob wir Drogen kaufen wollen. Ich nur so, nee. Unsere Droge war gerade auf der Bühne und ja, da ist er ganz schnell abgehauen. Dachte ich mir nur, yes. Dann sind wir noch an die Bar gegangen und da habe ich dann noch 2 Colas geholt und ja, die Barfrau war so freundlich, ne? Die hat dann Rand drin gelassen im Becher und dann meinte sie so, ach, kommt, ich mache euch den Becher richtig voll und ja, das fand ich halt mega lieb und auf jeden Fall waren wir froh, da mal endlich irgendwas zu trinken wieder zu haben und ja, wir waren dann draußen. Und wurden leider vom Haupteingang da weggejagt. Wir mussten uns im Bereich, wo die Kieselsteine sind, aufhalten. Was ich auch wirklich schade fand, weil letztes Jahr im November sind die Jungs am Haupteingang nach dem Konzert, irgendwie so eine Stunde oder so ist das gewesen, sind die nach dem Konzert an uns direkt vorbeigelaufen und wir haben auch nichts gemacht. Wir haben weder gekreischt, noch haben wir irgendwie
uns aufdringlich verhalten. Wir haben denen einfach nur eine schöne gute Nacht gewünscht und haben halt gesagt, wir lieben euch. Und ja, dieses Mal konnten wir das halt nicht machen. Weiß es der Geier, warum auch immer. Fanden wir auf jeden Fall auch sehr schade. Und ja, wir waren dann da halt noch und da war dann noch irgendwie so ein Angestellter von der Blackbox. Der war dann mit so ein paar anderen Kumpels von sich die ganze Zeit irgendwie am Abfeiern. Die hatten da laute Musik an und so weiter. Ich habe mich dann nur hingesetzt und dachte, oh mein Gott, willkommen in der Irrenanstalt. Wirklich ohne Schmarrn. Und ja, er war aber auch wirklich freundlich. Also wenn jemand auf Toilette musste, hat er dann den Seiteneingang aufgeschlossen, dass man in, dass man da halt in den Toilettenbereich rein konnte. Und ja, als dann unsere Leute vom Humanoid auch rauskamen, haben ich und Feli uns auf den Rückweg zum Hotel gemacht. Wir sind gelaufen. Und danach bin ich dann noch zu meinem Mäuschen aus Österreich gegangen, zu ihrem Zimmer. Weil, ja, sie war da im Laufe des Samstages irgendwann in Berlin am Hotel angekommen. Und ja, sie hatte eigentlich auch für den Samstag ein Upgrade gehabt, also auch ein Scream, und hatte eigentlich auch normales Ticket. Aber ja, da sie die Halle nicht gefunden hatte, ist das leider verfallen. Kann man nichts machen, und auf jeden Fall, ja, war ich dann halt noch ein bisschen bei ihr und habe halt mit ihr geredet. Und war ich halt noch ein bisschen bei ihr gewesen und habe halt so ein bisschen mit ihr geredet. Und ja, am nächsten Tag habe ich sie dann noch abgeholt. Also ich habe bei ihr im Zimmer geklopft. Wir sind dann zu dritt frühstücken gegangen unten im Hotel. Wieder lecker, lecker. Da konnte man sich sogar selber Waffeln machen. Richtig geil. Und ja, auf jeden Fall habe ich mich dann anschließend irgendwann, nachdem wir uns draußen noch eine geraucht hatten und uns da noch mit ein paar Leutchen unterhalten hatten, unter anderem halt auch mit der Vanessa, ja, haben wir uns irgendwann, also ich und sie, haben uns dann irgendwann auf den Weg zur Halle gemacht, weil ich ihr halt den Weg zur Halle zeigen wollte, damit sie halt wenigstens am Sonntag aufs Konzert konnte. Und ja, da sind wir da halt angekommen. Und ja, die Securities, die waren irgendwie so drauf, die haben immer versucht, uns da vom Haupteingang wegzujagen, weil man irgendwie erst ab 14 Uhr in die Schleusen durfte. Ich meine, ich hatte eh kein Ticket, von daher, ja. Und ja, auf jeden Fall war ich dann halt mit ihr da vorne noch im Bereich vom Haupteingang, also da so in der Nähe. Und auf einmal kommt Gustav raus. Auf einmal kam Gustav raus mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter. Und Leute, oh mein Gott, die Tochter ist so süß. Ich habe die von vorne gesehen, die ist so goldig. Und ja, auf jeden Fall wir dann halt so, hallo Gustav, haben wir so gesagt. Und er guckt uns so an und sagt auch hallo. Und ja, wir haben die aber auch in Ruhe gelassen. Wir haben die nicht irgendwie belästigt oder so. Und dann haben wir noch aus der Ferne wieder Georg gesehen mit seiner Freundin und seinem kleinen Hund. Und der Hund, der war da die ganze Zeit auf dem Gelände am Hin- und Her rumtapsen. Das sah richtig niedlich aus. Und ja, dann haben wir noch ein paar von meiner WhatsApp-Gruppe da getroffen. Da war auch eine bei, sie meinte, sie kennt mich aus Facebook. Ja, sie hatte mein Foto in Facebook gesehen und hatte mich deswegen wiedererkannt, weil ich da auch mal in Facebook in so einer Gruppe drin war, wo ich aber rausgeflogen bin, weil ich mich halt nicht dementsprechend verhalten habe. Ist ehrlich gesagt auch eine alte Geschichte. Und ja, auf jeden Fall. Never be alone again. What if I do, baby? What if I, what if I... Ja, sorry Leute, der Song, wo ich die Jungs das erste Mal getroffen habe, ich verbinde das immer mit dem Lied. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall musste ich dann um 13 Uhr gehen.
Ich habe mich vorher auch noch ein bisschen mit der anderen da gegenüber von der Einfahrt hingesetzt und ja. Auf jeden Fall ist sie dann mit mir zurück zum Hotel und ich habe dann am Hotel auf jeden Fall mir ein Taxi gerufen. Das Taxi war wirklich richtig flott da. Innerhalb von 2 bis 3 Minuten war das Taxi schon am Hotel und das hat uns dann zum Bahnhof gebracht. Und das war auch wirklich günstig, weil es hat 16,70 Euro gekostet. Alice hat 16,70 Euro gekostet, da kann man echt nicht meckern für das Stück vom Hotel zum Bahnhof. Das kam mir schon echt ewig vor und ja, für den Preis ist das echt optimal. Der Taxifahrer war auch total freundlich und ja, dann bin ich halt in meinen Zug gestiegen und ja, bin im Zug auch ein paar Mal weggenickt und dann kam ich halt irgendwann hier an und ja, war dann eigentlich auch so das Ende, was ich da erlebt hatte. Und an dem Tag, ich sag's euch jetzt einfach, an dem Tag, wo ich Gustav da gesehen habe im Van, bin ich anschließend nochmal mit einer anderen Freundin zurück zu dem Ort gegangen. Und ja, der Van war nicht mehr da. Und wir standen vorne an einer Einfahrt zu einem Hinterhof. Und wir stehen da und sehen hinten Gustav, Bill und Tom mit Pumba und Kappa rumlaufen. Und haben halt gelauscht und ja, auf jeden Fall haben wir die halt beobachtet. Ich habe Tom auch gewunken, aber Tom hat nicht reagiert. Der hatte wahrscheinlich nur in Gedanken irgendwie Ohren und Augen für seine Heidi. Naja, zu dem Thema will ich ehrlich gesagt nichts mehr sagen. Der eine oder andere, der mich kennt, der kennt meine Meinung dazu. Und ja, ich meine, solange wie es den beiden halt Spaß macht, sollen die das halt weiter durchziehen. Das Affentheater, aber naja, jedem das seine. Ich will jetzt auch keinen hier irgendwie angreifen oder so. Jeder hat seine persönliche Meinung. Auf jeden Fall, ja, haben wir die da halt gesehen und sind dann, nachdem Gustav aber auch wieder in den Van eingestiegen war, sind wir dann auch wieder gegangen und ja, das war es halt soweit auf jeden Fall. Also ich habe mir auf jeden Fall auch selber, das hatte ich nämlich auf dem Konzert mit dabei, habe ich mir selber so ein Pumba-Armband gemacht. Ja, Pumba und ja, die Buchstaben. Also diese Perlen, die gibt es bei Teddy. Die kosten, glaube ich, was mit 1 Euro. Kostet das Paket, glaube ich, oder genau circa 1 Euro. Wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich mir daraus dann halt selber dieses Armband gebastelt und hatte das Armband auf dem Konzert auch um. Und ich hatte eine pink-schwarze Brooklyn-Cappy auf, weil die super zu dem Outfit gepasst hatte. Und ja, ich habe dann auch noch von zweien, die hatten nämlich Ruhm gehabt, habe ich von einer von den beiden ein Tourplakat geschenkt bekommen. Und zwar, ja, ist das unversehrt. Glücklicherweise dieses Mal mit einem Silber-Edding richtig schön unterschrieben. Und schön gut erhalten, weil das, was ich ja habe von der Dream Machine Tour, das Plakat, das ist ja total zerknittert, weil als ich Ruhm hatte, musste ich mir das ja irgendwie in meine Handtasche quetschen und ja, da hatte das natürlich ordentlich gelitten und deswegen hat es so seine Macken und seine Kratzer und ja, deshalb bin ich halt umso dankbarer, dass die mir das Poster geschenkt haben und freue mich halt mega und ich danke euch wirklich. Und dann ja, hatte ich eigentlich auch noch eine Fanaktion geplant. Und bei der Fanaktion, ja, also für die Fanaktion hatte ich diese Pistolen gebastelt. Diese grünen Pistolen, sie sollten einen an das WhatsApp-Symbol erinnern. Und hinten habe ich dann halt Görger de Gant draufgeschrieben. Und ja, ich habe das auch so gemalt, dass man hier vorne halt so die Spitze sieht und
ja, dass man halt so in dem Sinne schießt. Ich habe damit bei Girl Got a Gun auch rumgetanzt und hatte die sogar mit auf dem Scream-Foto, aber auf dem Scream-Foto hat man das leider nicht gesehen. Und ja, bei der Fanaktion haben leider auch keine Fans wirklich mitgemacht, wobei hinten drauf steht Girl Got a Gun, aber hat leider nichts gebracht, fand ich wirklich schade. Aber man kann die Leute auch nicht dazu zwingen, also ne, von daher ist halt jedem das Seine. Und ja, ich hatte mich auf jeden Fall vorher auch ein bisschen schlau gemacht im Internet und bin dann halt darüber gestolpert, dass es ein Tagesticket, ja so eine Tageskarte nennt sich das, für 7,70 Euro gibt. Sprich, ihr könnt dann ab dem Tag, wo ihr das Ticket gekauft habt, bis zum nächsten Tag um 3 Uhr nachts kreuz und quer durch Berlin fahren. Und ja, das war jetzt halt so für den Bereich ABC. Also sprich, alle Bereiche von Berlin. Und ja, ist auch praktisch, weil da muss man sich nicht immer ein neues Ticket kaufen. Und diese Tickets, die kriegt ihr aber auch wirklich nur an den gelben Ticketautomaten. Weil an den roten Ticketautomaten, die es zum Beispiel in den Bahnhöfen an sich gibt, kriegt ihr das leider nicht. Beziehungsweise da kriegt ihr das schon. Aber leider müsst ihr dafür dann 21 Euro bezahlen. Und ja, ich meine jetzt war wirklich so, wollt ihr lieber 7,70 Euro bezahlen oder wollt ihr lieber 14 Euro mehr bezahlen? Beziehungsweise 13,30 Euro mehr. Also ich habe mich da für 7,70 Euro entschieden, weil ich halt auch vorher im Internet geguckt habe, was gibt's denn da so für Karten für Berlin. Und bin dann auf einer Seite gelandet, wo mir das halt gesagt wurde mit den gelben Ticketautomaten. Und ja, deswegen habe ich das dann halt auch genutzt. Der Busfahrer meinte dann zu mir, dass ich das Ticket halt, dass ich das Ticket auf jeden Fall entwerten muss. Und ja, da ich das nicht wusste, weil ich mir das vorher nicht durchgelesen habe, bin ich vorher die ganze Zeit mit einem nicht getackerten Ticket durch die Gegend gefahren. Also sprich, da war keine Markierung drauf. Ich meine, ich wurde nicht kontrolliert oder so, von daher ging das. Und dann, ja, kommen wir zu einem absoluten Highlight, und zwar natürlich das Band von Scream. Ja, dieses Mal waren die Scream-Bänder in hellblau gehalten. Im November waren die ja lila und, ja. Das war auch ein Akt, das wirklich von meinem Handgelenk abzukriegen, weil ich habe mir da wirklich einen Wolf abgeschnitten mit der Schere und das wollte partout nicht ab. Ich habe mir dann mehr oder weniger Hilfe gesucht und, ja, hier habe ich dann noch ein paar Pistolen drin und noch ein paar Knicklichter, die ich halt mitgenommen hatte. Von den Pistolen sind noch zwei Stück über. Und dann, ja, genau, habe ich mir auch noch die zwei Becher mitgenommen. Ja, ich habe da jetzt momentan das Konfetti von Oberhausen und das Konfetti von Berlin drin vom November. Hier in dem kleinen Becher von der Blackbox ist das Konfetti von November drin, von Berlin. Ist nicht besonders viel, aber immerhin ein bisschen. Da war das Gold, Kupferblau war das gewesen. Und dann hatte ich in den großen Becher von der Blackbox hatte ich mir das Konfetti von Oberhausen reingepackt. Da war es Orange und Blau. Ja. Also ich habe mir die beiden Becher mitgenommen, weil das kann man ja machen, dann hat man auch so eine kleine Erinnerung. Und ich habe, damit mir das Konfetti hier nicht kreuz und quer durch den Raum fliegt, das einfach in die Becher gepackt. Fand ich halt einfach besser. Und ja. Ja, hier ist auf jeden Fall das normale Ticket und wie ihr sehen könnt, es wurde oben angerissen. Ja. 65 Euro ist ein guter Preis für die Tickets. Und dann habe ich, wo habe ich das denn? Genau hier. Habe ich dann noch das Ticket
Und wie ihr sehen könnt, ist das Scream-Upgrade wirklich mega klein geworden. Und ja. Also ich bedanke mich auf jeden Fall bei der lieben Jasmin, dass sie mir das überlassen hatte, das Ticket. Und du bist eine ganz liebe und nette. Und ja, was dann mit deiner Freundin auf dem Konzert am Sonntag passiert ist, das war wirklich furchtbar. Das tut mir auch wirklich mega, mega leid, falls du dieses Video gucken solltest. Was ich ja nicht weiß, aber ja. Mir tut deine Freundin trotzdem unglaublich mega leid und ich hoffe, ihr geht es gut und ihr ist nicht großartig was passiert. Nach dem, was du da ja in der Facebook-Gruppe geschrieben hattest und ja. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen restlichen schönen Sonntagabend. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog über das, ich sag mal einfach, Tokyo Hotel Wochenende vom 20.04. bis zum 22.04. in Berlin gefallen. Und ja, die Dream Machine Tour ist jetzt leider zu Ende. Man mag es kaum glauben. Aber ist leider wirklich so. Ich war auch per Livestream auf dem Konzert am Sonntag mit dabei. Also ein paar Freunde haben mit mir hier über WhatsApp Videochat gemacht, weshalb ich halt ein bisschen dann zugucken konnte. Und ja, war halt auch toll. Meine Videos habe ich hier ja soweit hochgeladen in Bezug auf das Konzert, auch mein Konzertoutfit. Leider habe ich meine Kamera zu Hause vergessen, weil ich wollte euch eigentlich auf dem Weg zur Halle mitnehmen und wollte eigentlich auch ein bisschen an der Halle filmen. Das habe ich alles total versäumt, weil ich die Kamera zu Hause vergessen habe, was mir dann einfiel, als ich meine Tasche am Auspacken war. Dachte ich mir dann so, ja super, klasse und ja, naja. Fehler passieren, jeder Mensch macht Fehler und von daher ist das Ganze halb so wild. Ich werde euch auf jeden Fall nächstes Mal dann mitnehmen, das verspreche ich euch wirklich. Und ja, ich wünsche euch noch was und sage bis bald. Tschüssi, alles Einhorn. Einmal Alien, immer Alien.